Herzlich willkommen allen Freunde zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir Dicta gerettet, haben ein Tarnel und einen Kleinstein in unser Team aufgenommen. Oh, ach ja, und ein Magnetillo. Und in diesem Part helfen wir Raupi, aber erstmal besuchen wir die seltsame Höhle. Ah, Finster Forest heißt der neue Wald, wo Raupi Hilfe braucht. Aber als erstes machen wir die seltsame Höhle, haben wir 6 Aufträge. Und ja, damit starten wir für heute. Ziel ist in der Folge auf jeden Fall Raupis Bruder zu retten, Saftkorn. Und hier können wir jetzt das zweite Team aufstellen. Okay, also Moritz. So, dann nehme ich Adi. Und ich nehme Kalenia. So, perfekt. Was hast du denn für Attacken? Nur Body Shake? Okay. Ja, okay. So ist in Ordnung. Achso, setz am Höhle. So, perfekt. Und aufbrechen. Bin mal gespannt. Seltsame Höhle kommt mir nicht bekannt vor aus den alten Teilen. Oh, sieht schön aus. Sieht echt gut aus. Okay, Raupi lebt noch, lol. Gut. So, okay. Raupi wäre auch cool, wenn wir das kriegen würden. Ich muss mal eben mein Bildschirm ein bisschen richtig hinstellen. So, jetzt sehe ich alles. Ach, mein Laptop stand nämlich vor dem Bildschirm. Konnte nichts mehr sehen. Da ist ein Nidoran. Aua. Das tat weh, Nidoran. Pixar. Okay. Oh, Level Up. Wir kriegen Level Up. Ich. Hahaha. Nicht schlecht, mein Level ist gestiegen. Ja, hast du super gemacht. Feurige. Oh, Wunderfelder, ja, die braucht eigentlich kein Mensch, wenn man ehrlich ist. Ich habe die auch früher nie benutzt. Fand die immer so unnötig. Ja, wieso ist mein Anton eigentlich da unten wieder? Mein Anton will auch nur kämpfen. Boah, hier ist eine Sackgasse. Oh, ich hasse Sackgassen in dem Spiel. Was war das denn jetzt hier? Kastanienfalle? Ja, geil, ey. Oh, Zubat, cool. Ah, Zubat, komm. Absorber, okay, macht nicht ganz so viel Schaden. Komm, ich hab dich. Super. Super, super. Boah, dass hier eine scheiß Sackgasse ist, ne? Das ist ja belastend. Bin ich jetzt eigentlich in der seltsamen Höhle, Schild unten. Ich dachte, ich wäre im Finster Forest, weil ich glaube, das war auch ein Wald. So, jetzt geht mal zurück, ihr Dinger. Hey, wo ist denn die Treppe? Ach, oben links oder was? Meine Güte. So. Haben wir es hier? Komm. Super. Und weiter geht's. Weil ich weiß gar nicht mehr, wie tief der hier war. So, Wampel. Ich komme, Wampel. Du bist rechts von uns. Weil das ist eine Sackgasse. Hier ist die Treppe. Okay. Gut zu wissen. Genau. Okay, hol es halt nicht. Ein Taubsi. Oh, Sandwirbel. Oh, nee. Oh, ich hasse dieses Genauigkeitszeug. Taubsi, dich hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne in meinem Team. Nein? Oh, doch. Cool. Ja. Cool. Schade. Schade, schade. Ich habe noch keinen. Aber ich kann trotzdem mit dem herumlaufen. Oh, okay. Dann kann ich vielleicht am Ende dann mitnehmen. So, Wampi. Nidoran. Nidoran brennt. Und wenn Nidoran brennt, lol, ich habe einfach daneben geglutet. Yeah, Geld, Geld, Geld. Glut, yeah. Ich muss sagen, ne? Oh Gott, ich bin da fast tot. Oh Gott, ich dachte gerade. Ja, komm, mach einen Sinnebäre. Okay, macht doch keinen Sinnebäre. Oh, die kämpfen da hinten. Oh, 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 oh.
Schafft ihr das? Ja, ne? Super. Gut gemacht. So, Sinnebeere essen. Ich meine, die füllt auf 5 Hunger auf. Oder? Ich guck mal. Was? Nur 2. Wow. Das hat's ja gebracht. Hallo, Wampel. Ich bin da, um dich zu retten. Schatzi. Schatzi, schenk mir ein Wampel. Schenk mir ein Wampel für mich. So, noch mehr gibt's hier. So, deswegen, nein. Oh. Rückzug, geht mal weg da. Ihr kümmert euch da drum, oder? Wie sieht's aus? Super. Okay, hier kommt eine. Radfratz kommt. Wie wir jetzt hier einfach mit 5 Leuten herumlaufen, das ging früher nicht. Früher konnte man zwar 4 Leute, aber dann musste man, wenn man jemanden eskortiert hat, immer einen zu Hause lassen. Diesmal wohl nicht. Hallo Vivian! Oh, Paras! Paras ist cool. Oh, ich glaube, ich habe keinen Loot mehr. Aber macht nichts. So, Paralyse, okay. Wir waren noch nicht paralysiert. Interessant. Hallo Vivian. Yeah. Nächster Auftrag abgehakt. Oh, es macht so viel Spaß, dieses Spiel. Ach man. Ich hoffe, die anderen, die wird es auch noch geben, die anderen Teile. Oh, Mirapla. Also Mirapla hätte ich schon gerne im Team. Ach, ich bin ja noch paralysiert. Ach man. Toll. Jetzt haben sie den getötet. Finde ich nicht so nett. Oh, Punita. Tschüss, Punita. War nett, dich zu sehen. Das Item-Trendgeschenk von Owai befindet sich auf dieser Ebene. Okay. Ach, da unten. Lol. Wow. Ich hab dein Geschenk, Owai. Yeah. Da, 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 da. Oh, Mirapla. Tschüss, Mirapla. Oh, das ist schon wieder die... Ah, Trendgeschenk. Wo ist es denn? Oben rechts. Alter, ich finde, das ist immer... Was ist denn das da oben links? Für ein großes Viech. Da gehen wir gleich mal nachgucken, was das ist. Hab ein bisschen Angst. Bisschen Angst vor dem Viech. Sieht auf jeden Fall nicht ganz so böse aus wie Galoppi. Boah, ich bin gespannt. Ach, vielleicht ist es einfach ein großes Pokémon. Sowas wie Groudon. Also, wird jetzt nicht Groudon sein, aber was ist denn relativ dick? Slimog oder so? Boah, ist der Weg lang. Oh, oh. Wir müssen wechseln. Wir müssen wechseln. Aua, aua, au. Puh, 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 puh. So. Nimm lieber mich. Obwohl, nimm mich nicht. Ah, fass. Scheiße, daneben. Sinnebeere, ja. Moritz. Das war knapp mal wieder. Oh, Volteball. Oh, cool. Ja. Kommt das jetzt auch mit? Als ob wir jetzt hier zu 6 kommen. Es ist ein Onix. Okay. Wie machen wir das jetzt? Oh Gott. Enchon, komm mal bitte. Aua. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Puh. Okay, also diese Viecher können wir also locker besiegen. Die kann man also im Feld 3x3 war es, glaube ich, dann angreifen. Okay, ist auch interessant.
Ist auch neu. Oh, Rabauz. Oh, hier gibt es wieder zwei dieser Dinger. Ist wieder ein Onyx? Ja, ich glaube schon. Ja. Reicht. Perfekt. Oh, ist weg. Okay. Ja, cool. Ist auch eine coole Neuerung. Gab's früher nicht. Rabauz ist hier irgendwo. Okay, Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Hallo, Rabauz. Ja. Was? Achso, Minun muss da hin. So? Yeah! Jetzt sind sie glücklich. Oh. Das heißt, wir haben einen weniger im Team. Schade. Das heißt, ich muss gleich noch jemanden fangen. So. Gibt's noch mindestens. Blablabla. Bla, bla. Ich find's gut, dass das angezeigt wird. Das war früher auch nicht so. Dass man noch was erledigen kann. Sonnenkern. Sonnenkern ist unten. Hallo Sonnenkernchen. Hurra! Du hast mich gefunden. Ja, hab ich. Danke. Komm später bitte zu Pelepapos. Yeah. Die Aliens haben sie zurückgebracht. Ich möchte den Dungeon einmal komplett durchmachen. Das ist so mein Ziel jetzt. Da ist nichts. Hey, was ist das? Achso, ich habe kein Essen mehr. Aha. Dann hier Essen. Moritz. Supi. Und rein. Warte, was? Ich muss nochmal lesen. Gibt es nichts mehr zu erledigen? Möchtest du ihn verlassen? Nein. Ja, weitergehen. So, den machen wir jetzt noch durch hier. Den Dungeon. Schlafen die da irgendwie zu viert? Oder wie? Wie soll ich mir das vorstellen? Ich glaube, da gehen wir gleich mal nachgucken. Das ist nämlich richtig komisch. Das sieht nämlich echt seltsam da unten aus. Hier ist die Treppe, für den Notfall, wissen wir ja schon mal. Als ob die da zu viert schlafen. Das ist sehr belastend. Okay. Ah, das war schon. Okay, schade. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Taubsi niederlassen könnte. Als Dank für das spannende Abenteuer erhältst du aber 552. Oh, cool. Okay. Kann sich wohl im Camp... Oh, cool. Ja. So, Spitznamen geben. Ja, können wir mal machen. Nennen wir den Samuel. Sam... Obwohl, nee, Samuel passt vielleicht zu einer Pflanze vielleicht besser. Nehmen wir... Rena. Wo ist das R? Da. Rena. Rena. So, beenden. Oh, Komma, egal. Hier ist ein Komma dazu. Ja. Der Spitzname lautet Rena. Oh, danke, dass du mein Baupen gerettet hast. Hier, bitteschön. Dankeschön. Danke, danke. 50, nice. Ah, danke, dass du Fifi gerettet hast. Hier, bitte dein Belohnung. Oh, perfekter Apfel. Mega gut. Mega cool. So, 600. Oh, vielen Dank, dass du mein Trendgeschenk geholt hast. Oh, das Ticket hätten wir nicht gebraucht. Aber egal. Geld bringt Geld. Sonnenkern. Hier, bitte dein Belohnung. Regenbogengummi. Danke, danke, Sonnenkern. Das ist mein gutes Geschenk. So. Was gibst du mir nochmal? Knuddeluff Orb, okay. Ja. Ist in Ordnung. Ist aber nichts Besonderes, Plusle. Hättest du mir schon was Cooleres geben können, ja? So. Oh, perfekter Apfel zum Beispiel, ja? Der ist nämlich cooler. 800 haben wir schon. Super. Dann
Ich liebe das Spiel. Oh, guten Morgen, Moritz. Gestern hat es ja mit der Rettung von Safgon nicht geklappt. Heute kriegen wir es aber hin. Auf zum Finsterforst. Achso, ich hab gar nicht versucht, da reinzugehen. Anton. Du weißt doch, wir waren in einem anderen Dungeon. Sorry, Raupi, wir mussten leider noch was anderes machen. So. Haben wir das nicht schon durchgelesen? Oh, Intensivtickets. Drücke A. Mann, ey, ne? Die ersten Pokémon-Zeitungen sind echt Müll. Sind Müll, Müll, Müll. Wir machen natürlich dich jetzt gleich. Aber wir kaufen noch mal ein paar Areale. Paar Camps. So wie ich es nennen würde. Vielleicht gucken wir auch gleich noch eben. Oder gucken wir erstmal bei den Attacken, ob vielleicht Tarnel irgendwas. Kopfnuss zum Beispiel irgendwie. Irgendwie sowas. Ja, 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 wir müssen Safgon. Oh, halt die Klappe, Palenia. So. Kaufen. Was hast du denn Schönes? Erdbeben wäre cool. Aber Erdbeben tut mir auch weh. Nichts. Nichts, was ich gern hätte. Okay, dann. Hallo, Knuddeluf. Ach, Palenia. Geh weg da. So. Camp erschließen. Campliste. Dann holen wir uns jetzt die Prachtebene. Ja. Dann pass mal auf. Tralalalala. Camps, hurra. Wir haben was für alle da. Tada! Glückwunsch. Ja, danke schön. Möchtest du weiter Retterteam? Nee, für 300 krieg ich glaube ich nichts. Oder? Krieg ich noch was für 300? Nee, ne? Erst ab 500. Oder 600. Nee, krieg nichts. Kriege nichts mehr. Dankeschön, Knuddeluf. Dann tun wir den Rest hier auf mein schönes Konto. Einzahlen. Genau. Hier, bitteschön. Apfel. Oh, dankeschön. Danke für den Apfel. Ich würde gerne einen Regenbogengummi essen. Aber wir haben keinen mit. So, dann ist er hier vielleicht. Abholen. So, ach, kann ich nicht abholen, was ist das denn? Genau das, was ich abholen will, darf ich nicht abholen. Das ist ja auch seltsam, oder? Wieso kriege ich die denn dann sofort? So früh. Naja, egal. Wir gehen jetzt hier zum Finsterforest. Nee, Finsterforst. Mitglieder maximal 3. Ah, überall steht 3, okay. Also kann sich das auch ändern. Das ist auch interessant zu wissen, auf jeden Fall. Wenn du ein wichtiges Abenteuer bestreitest, begleiten dich festgelegte Mitschreiter. Sie sind mit einem Schlosssymbol markiert. Du kannst aber auch Pokémon mitnehmen, die sich dir auf deine Abenteuer angeschlossen haben. Stelle ein gutes Team mit zuverlässigen Mitgliedern zusammen. Ja, ich würde das Team, glaube ich, nehmen. Ja. Finsterforst. Oh, schön. Da wären wir. Safgon hat sich in diesem Wald... Oh, da wären wir. Safgon hat sich in diesem Wald verlaufen. Gengars Bande ist uns sicher schon voraus. Wir sollten uns sputen. Ja, sollten wir. Guck mal, da haben sich auch das erste Mal die Bäume mal bewegt. Nicht so wie in der Stadt. Okay, ich würde gern wissen, welches Pokémon das da oben ist. Oh, ein Mogelbaum. Okay, tschüss Mogelbaum. Hier sieht man auch schon Wasser. Anton ist Wasser. Könnte natürlich über Wasser gehen. Auf dieser Ebene befindet sich ein kampfunfähiges Pokémon. Stell dich neben es und gib ihm einen Apfel. Ah, okay. Das ist auch neu. Oh. Floraschutz. Okay. Blut. Boah, schon die Endentwicklung, ey. Alter Schwede. Okay. Hallo, Pfiffchen. Hier, ich habe einen Apfel für dich. Ah, cool. Will anscheinend mitkommen. Möchtest du... Oh ja, ja, gut. Cool. Haben wir einen
Pfiff ihr mit Gruppenschutz. Je mehr Mitstreiter sich in der Nähe eines Teammitglieds mit diesem Talent befinden, desto weniger Schaden nehmen alle Teammitglieder, wenn sie mit einer Attacke mit großer Reichweite wie Intensität angegriffen werden. Oh cool. Das ist sehr nett von dir, Pfiffchen. Nimm das. Nimm das. Ich weiß gar nicht, ob wir schon so einen Flora mit ins Team nehmen können. Weil es ja schon eine Weiterentwicklung. Ist ja schon eigentlich cool. Boah, der ist aber groß. Großer Apfel, ja. Oh, ich will Mirapla haben. Mirapla, Mann, ist tot. Toti, Toti. Ja, und das Wasser, was wir da überall sehen, da können natürlich Wasser-Pokémon drüber laufen. Ist ganz cool. Oh, das ist eine ZZ-Falle. Da darf natürlich niemand schlafen, ne? Ja, Mirapla auch weg. Oh, ich habe das Gefühl, Pfiffchen stirbt hier heute. Ich glaube, oh, das Wasser ist... Das sieht ein bisschen so aus wie das aus Let's Go. Pikachu und Evoli. Die Wasseranimation. So, Muggelbaum bewegt sich nicht. Ist auch ganz gut. Hier sollten wir nicht viele Fehler machen. Aber den Laden, den gucken wir uns noch eben an. Was haben wir da für ein... Nein. Nein. Das Knuddeluff brauchen wir nicht. Nee. Nee. Da gehen wir mal wieder. Immer wieder gern. Ja. Tschüss. Okay, das schaffen wir. Nice. So. Genau, sammeln wir mal das Geld da auf. So, oh, Mirapla wieder. Oh, Body Shake. Alles klar. Ich glaube, früher haben sie nie alles klar gesagt. Ich glaube, das ist jetzt nur wegen der neuen Jugendsprache. Alles klar, Alter. Alles klar. Oh Gott, Pfiffchen darf nicht sterben. Aber ich glaube, wenn wir nachher... Ich weiß nicht, ob wir gegen Gengar gleich kämpfen werden. Aber wenn wir gegen ihn gleich kämpfen, dann... Bruder, lass mein Pfiffchen in Ruhe. Oh, ich habe außerdem nicht verwenden geklickt. Puh, Pfiffchen. Du musst jetzt beschützt werden. Oh Gott. Wir gehen nach hier hinten. Oh gut, da ist die Treppe. Anton! Hol das Geld. Super. Schnell weg hier. Ja, wenn wir gleich gegen Gengar und sowas da kämpfen müssen, dann sieht es ein bisschen schwer für mein Pfiffchen aus. Oh. Das ging schnell down. So, wir gehen mal hier rein. Da unten ist... Hast du besiegt? Nee, hast du nicht besiegt? Hast du besiegt? Super, ja. Weitergehen. Oh, noch ein kampfunfähiges Pokémon. Okay. Ganz unten. Da schlafen wieder welche. Oh, ich find das so lustig, wenn die da schlafen, ne? Das ist echt lustig. So, hallo Paras. Ja, komm, ich geb dir den Apfel. Mampf. Ah, cool. Also ist das auch eine neue Art, an Teammitglieder dran zu kommen. Finde ich ganz interessant. Ja. Wir holen mal hier Top-Elixier. Gut, gehen hier durch. Der geht nach da. Super. Diese Ladybars da, ey. Wie Gruppenkuscheln, ey. Da hinten ist natürlich jemand, aber wir gehen natürlich nach vorne. Grasflöte, oh nein. Oh mein Gott. Aua. Aua. Hilfe. Ja, Moritz.
Aua. Scheiße. Alter Schwede, ey. Wieso ist das so stark? Hallo, ich will auch wachen. Oh Gott. Bitte hinten das Koko, weil... Oh, danke. Mann, ich will aufwachen. 12. Ja, schön. Aber ich schlafe immer noch. Oh, gut, ich bin wach. Ich bin wach. So. Oh. Also, das war auf jeden Fall ein harter Kampf, ey. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ah, hier haben wir die Treppe. Hier war kein Kampf um fähiges Pokémon. Gehen wir mal weiter. So, das haben wir aufgesammelt. Gehen wir oben oder unten? Ach komm, gehen wir hierher. So, hier haben wir die Treppe. Okay. Irgendwie geht's relativ... Oh, Bummels! Ich möchte ganz gern versuchen, dieses Bummel zu haben. Ist lustig, wie es da liegen bleibt, obwohl wir neben ihm stehen. ja, hier hätte ich natürlich schief gehen können. Okay, hier unten ist nichts. Van Header. Oh mein Gott, Sichlor. What the fuck? Hier ist einfach ein Sichlor. Aua. Bitte töt mich nicht. Verfehlt. Aua. Komm. Ja. Tot. Da ist noch ein Sichlor. Was ist das denn da für ein... Ich weiß nicht, was das da ist. Aber, oh Gott, wir haben kein Feuerdings mehr. Aber Aquaknarre haben wir noch. Und wir haben Tarnhill jetzt. Fassade. Nice. Ein Zweig. Wenn du einen Zweig schwingst, wird in diese Richtung eine mysteriöse Kraft abgefeuert. Zweige haben je nach Art verschiedene Effekte. Da man mit ihnen Gegner aus der Ferne treffen kann, sind sie äußerst praktische Items. Also sind das so wie Stöcke, ne? Ich glaube, es war sowas wie Stöcke. Aber wir gehen mal hier hinten hin. Ist das ein Laden? Achso, nur für Wassertypen. Ach, Anton, stimmt. Und Tarnhill kann fliegen. Och nein. Gut. Gut, gut, gut. Schnell weg hier. Schnell weg hier. 11. Oh, ein Purenta. Ah, nee, ist links. Lass mich mal durch, danke. Hallo, Purenta. Ja. Dem nächsten Pokémon geben wir einen großen Apfel. Ich möchte nämlich gerne wissen, was das bringt. Ja, Purenta kann's mitkommen. Gegenheilkraft. Erhöht in Gängen bei allen Teammitgliedern die Geschwindigkeit, mit der sich ihre KP von selbst regenerieren. Das ist auch ganz praktisch. Haben wir noch einen Apfel? Ja, einen Apfel haben wir noch. Ja, essen. Oh, Bummels hätte ich eigentlich auch gern. Aber ich weiß nicht, ob ich das Areal für den habe. Oh, Knilz! Knilz hätte ich auch gern. Knilz ist cool. Igelsam. Oh, oh. Ja, ja, ich weiß, was Igelsam macht. Okay, dann hätten wir. So, den besiegen wir jetzt auch noch. Aquaknarre, das reicht, glaube ich, für ihn. Ja. Und nächste Ebene. So, ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen der Raum hier überhaupt hat. Da unten ist wahrscheinlich aber wieder ein Laden. Oh Gott, ich glaube wieder. Und Tane kann mir nicht helfen, glaube ich. Okay, ich brauche auch keine Hilfe, wie es aussieht. Von hinten kommt irgendein Viech. Wir gehen direkt weiter. Immer wieder gern, ja, ja, danke. Ach, Anton ist hinten. Das ist schon mal gut. Oh Gott. Können wir bitte wechseln? Oder so? Auf jeden Fall. Machst du das bitte. Take it. Supi. Ich möchte eigentlich gar nichts machen. Gut. Komm, Ali. Oh Gott, er schläft. Ah, die schläft, Leute. Was machen wir jetzt? Ah, die schläft. Mann. So.
Mann, was mache ich denn jetzt hier? Ich bin verwirrt, ich kann nichts machen. Adi, oh Gott, Adi. Sammelbox, Sinnebeere, wo bist du? Da. Adi. Bitte, überleb das. Schatzi, ich brauche dich für nachher. Wollte gerade schon sagen. Schon wieder eingeschlafen? Hä? Steht unter Fremder... Das ist ein Witz hier, oder? Okay, ich kann endlich... Oh, super. Adi, aufwachen, danke. Alter Schwede. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ja jetzt heftig. Oh Gott. Okay, ich muss mich erstmal um den hier... Oh Gott, das wird jetzt auch wieder hier was. Okay, der ist weg. Oh, super, Tarnhell. Hast du richtig gut gemacht. Man muss auch zwischendurch die Pokémon loben. Weil sonst sind die vielleicht irgendwann böse auf einen. So, hallo Wampel. Wampel. Hallo, nicht Parats angreifen. Was bist du denn für einer? Mann, oh Mann, Mann. So, schnell die Treppe nehmen. Oh, wir sind am Ende, okay. Ah, oh, wir sind ganz schön tief in den Wald vorgedrungen. Ich frage mich, ob wir Safkon weiter vorne finden. Stopp! Dreimal dürfte raten, wer Safkon zuerst findet. Wir natürlich, muhaha. Ich bin untröstlich. Aber für euch ist die Endstation. Was? Hey, Gengar, wieso legst du dich immer mit uns an? Hä? Hast du etwas schon vergessen? Wir wollen doch die Weltherrschaft. Raupis Mama wird uns reichlich belohnen. Und Raupi wird dem Tipper treten. Das bringt uns unserem Ziel näher. Muhaha, und ihr seid uns dabei im Weg. Tut mir ja echt leid. Aber hier endet euer Abenteuer. Auf nimmer Wiedersehen. Okay, wir kämpfen tatsächlich gegen Gengar. Okay, wir haben sechs Pokémon. AP ist voll. Oh Gott. So. Okay, ihr kämpft für mich, Leute. Und ich mach nichts. Oh Gott, Anton ist gedingsied. Anton ist gedingsied. Oh oh, Paras, es tut mir leid, dass du gleich weg bist, aber da kann ich nichts für, okay? Da kann ich nichts für. Tane, deine Angriffe bringen gegen Gengar nichts. Möchte ich dir mal eben sagen. Finsterfaust, oh oh. Ich sehe auch nicht die KP von Paras, das ist das Problem. Ja, komm. Beleben wir mal wieder. Blut. Anton, was machst du da jetzt für einen Scheiß? Verstehe ich nicht. Boah, Alter, Pfiffien. Nice. Ist echt gut, Pfiffien. Hypnose, okay. Oh, 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 oh. Silberblick, okay, das bringt nicht ganz so viel. Loot. Verfehlt, na super. Ging ja schon mal weg. Klemme, okay. Was ist in Klemme? Ich weiß es nicht. Okay, oh, gut. Oh, super Angriff, Purenta. Aber du bist gleich auch weg, ne? Ah, scheiße. Purenta. Hier. Ist das. So. Ausgezeichnet. Okay. Paras, überleb das bitte. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich, Paras. Noch einen kleinen Augenblick. Guck mal, Pixar. Und... Es ist jetzt weg, oder? Immer noch nicht weg. Komm, 33 Schaden, Junge. Ich muss mal ganz, ganz kurz hier eine wichtige WhatsApp schreiben. Nee. So, okay, schön. Okay, okay, hat sich geklärt, hat sich geklärt. Aua, das werdet ihr bereuen, darauf könnt ihr euch verlassen. War das früher auch so, dass wir die besiegt haben? Ich dachte, die hätten uns besiegt
Und wir liegen dann irgendwann auf dem Boden und dann holt uns irgendwer ab. Keine Ahnung. So. Sucht ihr vielleicht nach mir? Du musst Safkorn sein. Komm, wir bringen dich nach Hause. Raupi ist schon ganz krank vor Sorge. Hurra! Ich hatte Angst, als habe ich mich hier versteckt, meinen Panzer gehärtet und gewartet. Danke. Ja, nice. Wir haben Safkorn gerettet. Und Pfiffchen haben wir. Oh, gut. Ja, möchte ich? Ich habe gerade keine weiteren Namen. Deswegen könnt ihr mal gerne Namen noch in die Kommentare schreiben. Oh, Paras konnten wir leider nicht mitnehmen. Schade. Poranta können wir mitnehmen. Das ist cool. Ja. Poranta haben wir noch nicht. Find's auch gut, dass es jetzt darunter steht, dass ob man schon hat oder nicht. Das ist auch neu. Safkorn, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich mich auch, Raupi. Palenya, Moritz, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Leider habe ich kein Geld, um euch zu bezahlen. Ach, mach dir keine Sorgen. Wir wollen doch gar keine Belohnung. Hauptsache ist doch, dass Safkorn gesund und munter zurückgekehrt ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid noch viel cooler, als ich dachte. Wenn ich groß bin, will ich auch mal einem Retterteam beitreten. Hahaha, was für eine Begeisterung. Du bist sicherlich mal ein guter Retter. Mir kommt da eine Idee. Moritz, was hältst du von diesem Ort hier? Warum errichten wir nicht gleich hier eine eindrucksvolle Basis für unser Team? Wow, wie cool, eine Basis. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch. Hahaha, so machen wir's. Lass uns hier eine richtige Basis für unsere Retterteam bauen. Okay, Anton. Palenya. Yeah, Moritz Palenya, nochmals vielen Dank. Keine Ursache, macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss. Oh, die Bäume bewegen sich hier doch. Okay, ich nehme alles zurück. Tja, verdient haben wir zwar nichts, aber was will man machen? Dafür haben wir Gengar gezeigt, dass er mit uns nicht umschwingen kann, wie er will. Uff, das war ein anstrengender Tag. Lass uns morgen weitermachen. Schlaf gut. Tschüss, Anton. Anton, am nächsten Morgen. Oh, kein Traum? Okay. Ich hab mit einem Traum gerechnet. Morgen, Moritz, geben wir auch heute wieder unser Bestes. Oh, hallo? Nanu? Nanu, wer könnte das sein? Oh, Papunga. Seid ihr das Reiterteam Entenfeuer? Ja, korrekt. Moment, bist du nicht. Auf keinen Fall. Nein, ich rette dich nicht. Ich erinnere mich an dich. Du bist ja das Papunga vom Pokémonplatz neulich. Das Team von Tegulius hat den Rettungsauftrag übernommen, oder? Ja, das stimmt. Allerdings ist Tengulis, er ist noch nicht zurück von seiner Mission. Hä, was sagst du da? Mein Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Wir Papunga können zwar überall hin, wenn uns der Wind trägt, doch obwohl dichte Wolken am Himmel hängen, weht nicht das leiseste Lüftchen. Nicht mal eine Brise? Das ist aber seltsam. Mit seinen Blätterfächern kann Tengulis starke Winde entfachen. Ich dachte, so ein starker Windstoß würde reichen, um meinen Freund zu befreien. Aber Tengulis ist noch nicht zurückgekehrt. Dabei klingt der Auftrag gar nicht so schwierig. Echt seltsam. Oh, dein Blick sagt mir mehr als 1000 Worte, Moritz. Alles klar, wir gehen sie suchen. Auf wirklich? Vielen Dank. Aber sicher doch, du kannst auf uns zählen. Auf geht's, Moritz. Oh gut, endlich wieder Dungeon, kein Gerede hier. Dann kann sich meine Stimme etwas relaxen. Wir gucken aber eben kurz hier bei den Aufträgen nach, ob wir da noch was Schönes haben für die Zukunft. Oh, Snubble ist hier.
Ja, wusste ich. Ja, haltet. Lalalala, ich hab nichts gesagt, Leute. Wir nehmen mal hier die ganzen Finsterfors und seltsame Höhle mit. So. Und gehen dann wieder zurück. Frisch. Oh, warte. Dickdown, Dickdown. Oh, Mann, ey. Sind jetzt da. Hallo. Sieh nur, mein Sohn, ist das Meer nicht riesig? Ja, Papa. Du, Papa, bist du schon mal auf dem Meer gewesen? Natürlich. Wofür hältst du mich? Ich wusste es. Papa, du bist einfach der Größte. Ja, ob er wirklich mal auf dem Meer gewesen war, das bezweifle ich. Weil, wie soll er denn schwimmen? Oder ist es wie Holz? Holz schwimmt halt. Der Dungeon Stillklamm kann nun erkundet werden. Ah, das ist der neue, okay. Dann gehen wir da direkt hin. Ja, wir nehmen euch mit. Stillklamm. Oh ne, wir müssen wieder reden. Puh, hier ist es wirklich steil runter. Dein Freund Papunga steckt also irgendwie in dieser Klemme fest? Ja. Ja, es tut mir leid, euch damit zu belästigen, aber bitte helft ihm. Wir machen das schon. Tschüss. Packen wir es an, Moritz. Ja. Augenblick noch. Ja, was gibt's denn? Da wäre noch etwas. Dieser Ort heißt zwar Stillklamm, doch ganz so friedlich wie der Name vermuten lässt, geht es hier wohl nicht zu. Angeblich schläft in diesem Klamm ein riesiges Monster. Monster? Ja, aber das sind Gerüchte, doch da Tengulis ja auch noch nicht wieder zurück ist, hielt ich es für meine Pflicht, euch davon zu erzählen. Aua, mein Bauch tut das weh. Huch, was hast du denn bloß? Ich habe ganz plötzlich schreckliche Magenkrämpfe bekommen. Aua. Wahrscheinlich habe ich zum Frühstück etwas Falsches gegessen. Hey Moritz, du siehst auch ziemlich blass aus. Hattest du nicht das Gleiche gegessen? Dir ist bestimmt auch schlecht. Also mir geht's prima. Was soll das denn jetzt, Moritz? Ich brauche hier deine Unterstützung. Als mein Partner musst du doch auf meine Stichworte reagieren. Nee, ich wollte nicht darauf reagieren. Ja, ich habe doch darauf reagiert. Nur nicht so, wie du es wolltest. So, können wir jetzt los? Hallo? Ich glaube, die Krämpfe lassen gerade etwas nach. Oh. Zurück zum Thema. Von was für einem Monster sprechen wir da überhaupt? Ich weiß nicht viel darüber. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob dieses Monster überhaupt existiert. Verstehe, dann bringt es auch nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Monster in der Tat nur ein Ammenmärchen ist. Mein Freund Papunga sollte sich auf Ebene U10 aufhalten. Seid bitte vorsichtig. Okay, U10 ist nicht hier. War Finster Forst auf jeden Fall gefährlicher, würde ich mal behaupten. Ich bin gespannt auf die Pokémon hier. Was wir jetzt... Oh, Teddy Ursa. Okay. Cool. Bezieher. Oh nein, ich will nicht verliebt sein. Oh gut, weg mit dem. Oh, cool. Teddy Ursa wird direkt mit Level 13. Oh, ein Level höher als ich. Ja, kann mitkommen. Super. Oh, ein Pudox. Oh mein Gott, ein Glück hat das keine Katzfurie bei mir gemacht. So, Angriff. Doppelkick. Wir gehen hier hoch. Hier ist nämlich noch Geld. Ich habe irgendwie keine Animation fürs Geld bekommen. Ich dachte, die bekommt man immer. Scheint wohl nicht so. So, Aquaknarre, okay. Schlecker. Gut, ich bin nicht paralysiert. Level up für Palenia? Ja, Palenia. So, Tarnel müsste jetzt eigentlich auch mal langsam ein Level up bekommen. Finde ich. Ich glaube, der hat sich das verdient, Leute. Ah, oh, ein Vampi. Oh, das muss ich retten. Vampi ist süß. Oh, ne. Okay. Es ist nicht so hart, die Verwirrung gewesen. Aber manchmal ist sie echt nervig. Und hier geht wohl das Feld direkt weg, wenn man da einmal drauf gegangen ist. Hier, Apfel. Bitteschön. Vampi hat sich wieder erholt. Ja, yeah, 15. Lol. Ja. Du bist aber schon stark, Vampi. Oh mein Gott. Oh, wir haben keine Camp für Vampi. Schade. Aber macht nichts. Man kann nichts alles haben.
man kann nicht alles haben. Und da oben werden Laden, aber den wollen wir eigentlich gerade nicht. Sondern wir wollen Teddy Ursa besiegen. Oh, ich wollte gar nicht nach links gehen. Egal. Gut gemacht. Anton, ich weiß nicht, was du da hinten gemacht hast, aber es hat nichts gebracht. Möchte ich dir mal eben sagen. So, weg. Weg, weg, weg. U4. Boah, ich weiß echt gar nicht mehr, was das hier für ein Monster war. An die Mission kann ich mich zwar erinnern, aber ich weiß echt nicht mehr, was hier war. Okay, irgendwelche Wetterdinger. Dann haben wir Geld. Oh, ne. Anton, rette mich mal bitte. Da unten kommt noch eins. Krabsi kommt. Ich muss hier weg. Luba. Oh Gott. Hallo. Ach, scheiße, scheiße. Teddy Ursa, bitte, mach was. Besieg es bitte. Irgendwie. Okay. Damit kann ich leben. Oh, super. Gut gemacht. Kommt. Ponyo schafft ihr doch wohl auch, oder? Ja, ja. Oh, ich wollte ja drücken. Egal. Schaffst du auch so. Wir gehen. Oh Gott, ihr wollt. Ah, nee. Ein dickes Anton hinten. So, hier haben wir das. Okay. Ah, hier ist die Treppe. Perfekt. Steht Klamm 6. Oh. Hallo Hornleo, komm mal her. Gut. Ich könnte natürlich raten, was hier ist. Aber ich glaube, eines der legendären Vögel war hier nicht, oder? Lavados? Dann essen. So, wenn wir es nicht mitnehmen können, dann essen wir alles. Oh Gott, Duflo. Oh nein. Was ist das, Alter? Hier sind mir viel zu viele Fallen. Viel zu viel. Und von hinten kommt was. Ich meine, Vampi können wir zwar eh nicht mitnehmen, aber der wäre halt praktisch gewesen. So, oh, gut gemacht, Vampi. So, Pudox. Pudox wäre auch schon cool im Team. Ne, will nicht. Dann kommt Viech. Vampi kämpft natürlich. Gegen einen Hornlude, aber das müsste er schaffen. So. Hundu ist da. Jaula. Boah. Natürlich war es natürlich der letzte Raum, ne? Den wir hier erkunden könnten. Da ist natürlich die Treppe. So, Adi, endlich. Endlich wird's auch mal was. Und Kopfnuss hättest du jetzt mal langsam erlernen können. Kleines Ding. Vampir noch ganz weit weg. U7. Ein Tuska. Ist das ein Tuska? Ja. Ein Tuska. Das holen wir uns natürlich auch. Schutzbandana hat er gefunden. Aufheben. Sammelbox. Ich guck mal ganz kurz. Wir können die Same essen. Moritz. So. Ja, ja, du hast Spaß, ich weiß. Wir können ja auch Items Leuten geben. Heißt das hier? Geben. Das geben wir Adi. Und du holst mir das da unten, ja? Hast du gefunden? Geld. Nice. Geld ist sehr gut. So, und dir geben wir... Star vor Hunger. Und dir geben wir einen großen Apfel. Mampf, 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 Mampf. Super. Zusatzheilung, okay. Ja. Okay, supi. Das heißt, wir haben schon mal... Oh Gott, den können wir auch nicht mit ins Camp nehmen. Schade. Das werdet ihr schaffen, oder?
Ich bin fest überzeugt von euch. Und ich kämpfe hier gegen Weberg. So, Blut. Oh, und Umklammerung. Blut. Super, geschafft. Level up. Wer auch immer. Ich. Haha. Ausgezeichnet, mein Level ist gestiegen. Wie sieht's aus da unten, Endtorn? Schaffst du's? Ja, ne? Oh ne, er ist eingeschlafen. Oh, Palenia ist tot. Lol. Mini-Belebersamen. Ja, sorry, Palenia. Ich kann mich nicht immer um dich kümmern, ja? Und vor allem, wohin ziehst du? Bist du blind oder was? Ne, schnell weg. Schnell weg. Da kommt natürlich auch wieder ein Dingsi-Bumsi. Teddy Ursa wird angegriffen, aber Teddy Ursa schafft das. Ich glaube an ihm. An ihn. So, das Item holen wir uns hier nicht. Hallo, Bibor. So, und gute Nacht, Bibor. Oh ne, es lebt noch. Jetzt aber nicht mehr. Sehr gut. Da haben wir einen Pudox. Konfusion, nice. Aua, Windstoß tut immer weh. Gut, der ist auch weg. Weg vom Fenster. Komm raus, Hundemon. Komm doch, komm. Super. Ach Gott, ich dachte schon, er wäre weg. Oh, Hundusa, okay, cool. Haben wir noch nicht. Dann nehmen wir dich mit. Oh, ich habe auch noch kein Camp für ihn. Schade. Schade, schade. Wir haben zwar hier eine ganz, ganz große Pokémon-Armee, was richtig cool ist, aber wir können die leider noch nicht alle mitnehmen. Schade. Aber es ist schon lustig, wenn wir gleich mit 7 gegen einen kämpfen. Hey, wer ist denn da? Achso, ist schon weg. Ah, da kommt aber noch einer. Oh, Knackleon! Ah, mega gut, mega cool. Ich würde gerne mit dir tauschen. Und er ist schon weg. Wir gehen mal rechts herum, weil sonst überall Monster sind. Okay, der Typ hat uns verloren. Da haben wir einen Paras. Paras ist aber auch weg. Paras. Ja, okay, komm mit. Aber ich nehme dich nicht mit nach Hause, ne? Essen. Moritz. So, 50. Nice. Ich finde das irgendwie cool, dass man wirklich... Wir sind ja zu 8 hier. Dass man wirklich so viele mitnehmen kann. Das ist echt lustig. Wirklich cool. Oh, verfehlt. Oh Gott, Furienschlag war... Aua. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, das tat weh. Furienschlag. Oh, das tat auch weh. Puh. Ich esse mir nochmal was hier. Sinnebeere. Da haben wir sie. Essen. Moritz. So, und dann... eben AP nochmal auffüllen. Hätte nämlich ganz gerne Glut. So, Glut und Aquaknarre natürlich. Sammelbox, Top Eater. Trinken. Palenia. Aquaknarre. Brauchen wir sonst noch was? Wir gucken noch eben, was da unten ist. Geld natürlich, Geld immer mitnehmen. Geld ist wichtig. Ja. Dann lass mal gucken, was da ist. Papungas Freund sollte hier irgendwo befinden, nicht wahr? Ah, da ist er. Oh, da bist du ja. Wir haben dich gesucht. Geht es dir gut? Ja, mir geht es gut, aber... Großartig, dein Freund wartet schon auf dich. Aber Tengulis ist noch da hinten. Was, Tengulis? Lass uns nachsehen gehen. Aber warte doch.
Oh nein, geht es dir gut? So sag doch etwas. Oh, kümmert euch nicht um mich, verschwindet von hier. Von hier verschwinden? Oh, Zapdos ist es. Achso, Zapdos ist es. Wenn du donnerst. Ja! Oh, endlich mal ein Pokémon hoch. Oh, es ist echt Zapdos. Weich zurück. Er wagt es, meinen Schlaf zu. Dingsen. Bei Eindrücklingen kenne ich keine Gnade und das geht auch für euch. Oh, cool. Das ist echt cool. Tengulis ist verschwunden. Ich bin Zapdos, die Verkörperung von Blitz und Donner. Wenn ihr Tengulis retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Achso, wir kämpfen noch gar nicht gegen ihn. Okay. Dann würde ich mal sagen, tschüss. Zapdos, das ist also dieses legendäre Monster. Moritz hat alle Aufträge im Dungeon Stillklamm erfolgreich abgeschlossen. Teddy Ursa scheint deinem Team beitreten zu wollen, kann sich wohl im Camp Tiefgrünburg. Oh, cool. Ja. Nee, nein. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Vampi... Oh, schade. Tschüss, Vampi. Schade. Tschüss, Tuska. Tschüss, Hunduster. Es war aber lustig mit euch. Es war auch lustig mit dir, Paras. Hurra, gerettet. Ich bin also glücklich. Oh, aber dafür steckt Tengulis jetzt in großen Schwierigkeiten. Erzähl uns doch bitte, was sich da genau abgespielt hat. Also gut, Tengulis entfachte mit seinen Blätterfächern Wind und befreite mich so aus der Felsspalte. Doch diese Winde rissen die Gewitterwolke in zwei. Und als das geschah, tauchte dieses Monster am Himmel auf. Das Monster? Es sagte seinen Namen Zapdos oder so ähnlich. Sagtest du Zapdos? Simsala! Zapdos ist eines der legendären Vogel-Pokémon. Es heißt, er sei vor langer Zeit in einen tiefen Schlaf gefallen. Also hat Tengulis es aufgeweckt? Nein. Der von Tengulis entfachte Wind war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schließlich war er bereits die dortige Windstille eine Abnormalität. Das muss von den Naturkatastrophen in letzter Zeit herrühren. Zapdos ist entzürt, weil er aus seinem Schlafzimmer gerissen wurde. Wir müssen Tengulis retten. Zapdos wird nicht leicht zu besiegen sein. Seine Elektroattacken haben es in sich. Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen. Wir sind auch mit von der Partie. Wir möchten Tengulis ebenfalls helfen. Was? Das ist viel zu gefährlich. Zapdos ist sehr mächtig. Gegen ihn könnt ihr gar nichts ausrichten. Also wirklich, so schwach sind wir doch gar nicht. Und Angst haben wir vor diesem Zapdos sowieso keine. Nicht wahr, Moritz? Angst ist mir ein Fremdwort. Habt ihr schon einmal einen elektrischen Schlag abbekommen? Danach ist der ganze Körper taub und zittrig. Kein Problem. Zapdos ist richtig fies. Er verspeist euch ohne weiteres zum Frühstück. Ist euch das klar? Ich hab keine Angst. Ihr seid ein Retterteam. Wir auch. Wir wollen Tengulis helfen. Ich dachte gerade, ich hätte Blut im Mund von dem Stimmenverzerrerei, ey. Also gut, wie ich sehe, habt ihr jede Menge Mut. Ja. Unsere beiden Teams sollten getrennt den Donnerberg erklären. Wir werden aufbrechen, sobald wir kampfbereit sind. Angesichts der ungemeinen Stärke unseres Gegners sollten wir Vorsicht walten lassen. Ihr solltet euch ebenfalls gründlich auf die Reise zum Donnerberg vorbereiten. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um Tengulis zu retten. Das werden wir. Ich kann es kaum mehr warten. Moritz, lass uns unser Bestes geben. Yeah! Am nächsten Morgen. Oh, kein Traum. Ich sag das jetzt immer. So, da kommt jetzt Anton, dann labert er mich wieder voll. Also gut, machen wir uns auf den Weg zum Donnerberg, um Tengulis zu retten. Simsala wird wahrscheinlich schon da sein, aber wir gehen jetzt trotzdem. Okay, die Entscheidung liegt bei dir. Du darfst entscheiden, wann wir gehen sollen. Ja, wir gehen im nächsten Part auf jeden Fall dahin. Klonki, klonki. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Nach Post sehen.
Oh, schon wieder ein Rettungsdingsi. Mann, ich brauch diese scheiß Intensivkacke nicht. Mein Gott, ey. So, und in der Zeitung, ne, da brauche ich jetzt auch keine Tipps mehr. So, hallo Kick-Leon. Ich würde gerne Items verkaufen. Oder Items, whatever. Dich. Dich nicht. Schlafsamen verkaufe ich auch. Das bringt alles so wenig Geld, ne? Oh, das. Hallo. Mein Gott, ey. Zink. Oh, der Effekt ist natürlich gut. Dann lassen wir das mal. Und bestätigen. 543. Super, danke schön. Das war's. Dann gehen wir mal hier hin. Zu Knuddeluf. Camp erschließen. Camp Liste. Dann holen wir uns jetzt einmal den Abflugwald. Tada. Ja. Dann den Zwielichtwald. Dann können wir wahrscheinlich Zwielicht holen. Ich weiß gar nicht, ob die Weiterentwicklungen hier drin sind. Wie Zwielfins. Weiß nicht. Und dann den Energiewald. Super. Ne, das war's. Für 500 kriegen wir, glaube ich, nichts mehr. Der Rest kommt auf die Bank. Und einzahlen. Ein Treuegeschenk, cool. So, dann gehen wir noch kurz hier nach den Aufträgen gucken. Snowball ist wieder weg. Stallwerk habe ich gesagt, nehme ich mit. Und das nehme ich auch mit. So. Okay, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part werden wir dann aufbrechen Richtung hier Donnerberg. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.